Kennst du solche Tage, an denen du dich total unfähig fühlst? Vor ein paar Wochen saß ich entmutigt auf meinem Bett. Ich hatte gerade ein Telefongespräch mit meinem Vater geführt, was nicht so gut gelaufen war. Und für alle, die meinen Vater nicht kennen, er wohnt zusammen mit meiner Mutter in einem Pflegeheim. Beide sind dement, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Mein Vater kann sich außerdem ohne Rollator nicht fortbewegen. Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mich fast jeden Tag anzurufen, um mir zu erzählen, dass meine Mutter nicht mehr dement ist. Und seit einiger Zeit ist die Bitte dazu gekommen, ihm doch bitte endlich sein Rennrad vorbeizubringen. Normalerweise schaffe ich es einfach nur zuzuhören. Aber an diesem Tag vor ein paar Wochen ist bei mir irgendwie eine Sicherung durchgebrannt. Und ich habe gesagt, jetzt hörst du mir mal zu, Papa. Wenn man dir deinen Rollator wegnimmt, dann kippst du einfach um. Und ich wüsste mal gerne, wie du es schaffen willst, deinen Rollator festzuhalten und gleichzeitig auf dein Rennrad zu klettern. Und weißt du was? Du wirst nirgendwo hinradeln. Mal abgesehen davon, dass wir alle deine Fahrräder über den Sperrmüll entsorgt haben. Na gut, sagte er mit kleinlauter und trauriger Stimme, wenn du meinst, dann tschüss. Dann legte er auf. Was hatte ich nur getan? Ich hatte ihm mit meinen Worten das Herz zerbrochen und alle seine Hoffnung zerstört, jemals wieder Fahrrad fahren zu können. Er hatte sich so müde und traurig angehört. Vielleicht sollte ich besser einfach nicht mehr telefonieren. Dieser Tag hatte überhaupt schon ganz schlecht angefangen. Ich hatte einen aus meiner Familie dazu gebracht, ohne Abschied das Haus zu verlassen. Einen dazu zu sagen, Alter, du nervst. Und einen die Zimmertüre zuzuschlagen, sodass der Türschlüssel mit einem vorwurfsvollen Kling auf dem Boden landete. Was war nur mit mir los? Ich war so genervt von mir selbst. Über meinem Kopf schwebte eine imaginäre schwarze Wolke, in der es blitzte und donnerte. Ich fühlte mich innerlich total verknotet, ziemlich schmutzig und kein bisschen christlich. Und das Letzte, was ich in diesem Moment wollte, war in der Bibel zu lesen oder Worship-Musik zu hören, geschweige denn mit Gott zu beten, zu reden. Wie konnte ich ihm in diesem Zustand gegenübertreten? Und wisst ihr was? Das ist genau der Punkt, an dem Satan uns haben möchte. Er möchte uns als Christen unbrauchbar machen. Das schafft er zum Beispiel durch Verführung, indem sich nach und nach immer wieder alte Gewohnheiten einschleichen, die sich so viel angenehmer und bequemer anfühlen als unser täglicher Kampf um unsere stille Zeit. Er schafft es auch, indem er uns ständig in Atem und beschäftigt hält, sodass wir gar keine Zeit mehr für Gott finden. Aber besonders effektiv ist es, uns einen Spiegel vorzuhalten, in dem wir überdeutlich erkennen können, wie schmutzig und wie unfähig wir sind. Das zwingt uns in die Knie. Es entmutigt uns. Wir trauen uns nicht mehr in die Nähe Gottes und vielleicht geben wir sogar ganz auf, weil unser täglicher Kampf so unbequem ist. Unser täglicher Kampf, uns zu verändern. Und weil wir es als sinnlos empfinden. Und wir sprechen auch nicht mehr offen mit anderen über unseren Glauben, weil wir uns wie ein schäbiger kleiner Schmutzfleck in der großen weißen Wolke aller Heiligen fühlen. Und weil wir denken, dass wir es uns nicht anmaßen sollten, zu sagen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Vor ein paar Jahren wurde die kleinste Fliege der Welt entdeckt. Sie ist nur 0,4 Millimeter groß, kleiner als ein Ameisenkopf. Sie gehört zur Familie der Buckelfliegen, wird aber auch Scharfrichterfliege genannt, weil ihr Lebensinhalt darin besteht, Ameisen zu enthaupten. Sobald ein Scharfrichterfliegenweibchen zur Eiablage bereit ist, sucht es sich ein Ameisennest, dessen Bewohner sich zurzeit viel außerhalb des Nestes aufhalten, zum Beispiel weil es zerstört wurde oder weil sie einen Hochzeitsschwarm bilden. Die Fliege hält Ausschau nach einem geeigneten Opfer, am besten einer Ameise, die sich am Rande der Gruppe bewegt.
Dann platziert sie sich vor, dieser bewegt sich ein Stück zur Seite und injiziert mit einer raschen Bewegung ein Ei in den Brustkorb der Ameise. Nach einigen Tagen schlüpft eine Larve aus diesem Ei und ernährt sich in den nächsten Wochen von den Körpersäften der Ameise. Diese merkt davon gar nichts, sie arbeitet einfach ganz normal weiter. Wenn die Larve ausgewachsen ist, wandert sie von dem Brustkorb der Ameise in deren Kopf. Auf ihrem Weg dorthin beißt sie sich frei und verspeist dabei alles, was ihr in die Quere kommt. Und wenn sie in dem Kopf angekommen ist, vernascht sie auch noch das Ameisengehirn. Dann produziert sie eine Substanz, die speziell die Verbindungsmembran des Ameisenkopfes auflöst. Der Kopf fällt ab. Er bildet jetzt den Kokon für die Larve, in dem sie sich verpuppen kann, nachdem sie ihn völlig ausgeräumt hat. Die Außenhülle des Kopfes und die Ameisenkiefer schützen sie gut. Außerdem wird der abgefallene Kopf und der von ihm abgetrennte Körper von den Arbeiterinnen auf den Ameisenfriedhof getragen, wo die Larve wirklich genug Ruhe hat, um sich in eine erwachsene Scharfrichterfliege zu verwandeln, die dann am Ende aus der Mundhöhle des Ameisenkopfes spaziert, in den sie ganz genau hineingepasst hat. Warum erzähle ich euch von so einer gruseligen Fliege? Der Krieg in der Ukraine hat uns in den letzten Wochen noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass es das Böse wirklich gibt und wie böse das Böse ist. Und so wie diese kleine, fiese Fliege, schießt es geschickt Pfeile auf unser Herz ab. Und wenn diese treffen, merken wir das vielleicht zunächst erstmal gar nicht. Aber Satan weiß genau, wie und mit was er uns treffen kann. Und aus kleinen Fehltritten, wiederholtem Stolpern und unserem ständig durchscheinenden alten Ich wächst in uns die Überzeugung heran, dass wir die unfähigsten Christen der Welt sind. Und nach frisst der Frust darüber alles in uns auf, was wir bisher über Gott und seine liebevolle Vergebung erfahren haben. Unser Kopf ist nur noch mit der Frage angefüllt, ob das überhaupt alles noch Sinn macht, wenn sich nichts verändert, wenn wir uns nicht verändern. Der Glaube verliert den Bezug zu unserem Leben und der Kontakt zu Gott reißt ab. Wir fallen vom Glauben ab, so wie der Kopf der Ameise von ihrem Körper abfällt. Satan möchte uns genau an diesem Punkt haben, weil diese Gedanken uns unbrauchbar machen und weil dieses Gefühl der Unfähigkeit unsere Beziehung zu Gott stört und zerstört. Er freut sich, wenn unsere Beziehung zu Gott auf dem Glaubensfriedhof landet. Aber der zerstörerischen Kraft unserer Entmutigung und unseres Frustes steht eine viel größere Kraft gegenüber. Die Kraft von Gottes Liebe und Gnade. Es gibt ein chassidisches Sprichwort. Der Chassidismus ist eine jüdische Glaubensrichtung und dieses Sprichwort lautet: Wir brauchen einen Mantel mit zwei Taschen. In einer Tasche befindet sich Staub, in der anderen Gold. Ein solcher Mantel erinnert uns daran, wer wir sind. Wenn wir uns irgendwann in unserem Leben dafür entscheiden, unser Leben mit Gott zu leben, bringen wir ihm die ganzen Scherben unseres Lebens, unsere Schuld und unser Versagen und laden alles unter dem Kreuz ab. Und wir werden von allem befreit und erhalten Vergebung. Die Bibel spricht von Reinwaschen und von neuen weißen Kleidern. Aber solange wir über die staubigen Straßen dieser Erde spazieren, werden unsere Füße immer wieder schmutzig. Das ist ganz normal. Wir sollten nie vergessen, dass wir schwach, fehlerhaft, begrenzt und vergänglich sind. Aber wir sollten auch nie vergessen, dass wir jetzt nicht mehr nur aus Staub, Asche und Scherben bestehen, sondern daran denken, dass eine unserer Taschen mit Gold gefüllt ist, weil wir in Gottes Augen so kostbar und wertvoll sind, dass er sein Leben für uns gab. Und dass er uns sogar dann entgegenlaufen und uns in die Arme schließen würde, wenn wir direkt aus einem Schweinestall kämen. Wenn wir ihm unsere staubigen Füße hinstrecken, wäscht er sie gerne sauber. Jeden Tag
möchte er uns von dem Schmutz, der sich bei uns angesammelt hat, erlösen. In Jesaja 44, Vers 22 steht: Ich habe deine Sünden aufgelöst wie Nebel, deine Vergehen wie Wolken zerstreut. Komm doch zu mir zurück, denn ich will dich erlösen. Wichtig ist, dass wir zu Gott kommen. Gott liebt uns und weiß, dass jeder von uns eine dunkle Seite hat. Und er weiß um unsere Grenzen. Er weiß, dass wir diese aus unterschiedlichen Gründen manchmal einfach nicht überwinden können. Und dass wir immer wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurückfallen, auch wenn wir das gar nicht wollen. Er weiß, welche Verletzungen aus unserer Kindheit und welche Ängste uns gefangen nehmen. Und dass sie es uns unmöglich machen, uns auszustrecken und über uns hinauszuwachsen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Geschichte in der Bibel gelesen, die mich sehr berührt hat. Sie steht in Markus 3, Vers 1 bis 5. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann: Komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte: Ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf: Streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder ganz gesund. Auf den ersten Blick ist das eine der vielen Heilungsgeschichten aus dem Neuen Testament. Auf den zweiten Blick ist da so viel mehr. Es sind eigentlich zwei Geschichten in einer. Im ersten Teil des Textes geht es um die Beziehung zwischen Jesus und seinen Gegnern, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie warten darauf, dass Jesus einen Fehler macht, damit sie ihn anklagen können. Genau das macht Satan mit uns. In der Offenbarung steht, dass er die Christen vor Gott Tag und Nacht verklagt. Den Pharisäern geht es darum, die Einhaltung von religiösen Regeln zu überwachen und alle, die diese nicht einhalten, ganz besonders aber Jesus, zu vernichten. Im zweiten Teil des Textes geht es um die Beziehung zwischen Gott und dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Jesus geht es nicht darum, jemanden zu vernichten, sondern Leben zu erhalten, auch am Sabbat. Seine Liebe zu den Menschen hat eine viel größere Bedeutung als alle religiösen Verhaltensregeln. Was mich an dieser Geschichte am meisten berührt hat, war der Satz von Jesus: Streck deine Hand aus. Was verlangt Jesus da? Das ist unmöglich. Man kann eine verkrüppelte Hand doch gar nicht ausstrecken. Das ist ja gerade das Problem. Und doch tut der Mann mit der verkrüppelten Hand genau dies und wird geheilt. Die Frage ist, wie uns die Geschichte dabei helfen kann, unsere Entmutigung zu überwinden, wie wir überhaupt mit unserer Unfähigkeit umgehen sollen. Wir haben gehört, dass Jesus gerne bereit ist, unser Versagen von uns abzuwaschen. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir frustriert darüber sind, dass wir uns nicht verändern können. Du kannst natürlich auf deinem Bett sitzen bleiben, ein wenig Asche auf dein Haupt häufen und mit gesenktem Blick deine Fehlerhaftigkeit betrachten und dann schließlich mit hoffnungslosem Seufzen aufgeben, weil du es einfach nicht schaffst, zu einem besseren Christen zu werden. Weil es dir unmöglich scheint, dich zu verändern. Genauso unmöglich, wie eine verkrüppelte Hand auszustrecken. Oder du hebst deine Augen auf zu dem, der dich von ganzem Herzen liebt und dir helfen will, nach und nach deine Grenzen zu überwinden. Zu Jesus, der sagt: Streck deine verkrüppelte Hand aus. Oder vielleicht auch: Strecke deinen verkrüppelten Mut aus, deine verkrüppelte Vergebungsbereitschaft, deine verkrüppelten Emotionen, deine verkrüppelte Geduld und deine verkrüppelte Barmherzigkeit. Und auch wenn es dir unmöglich zu sein scheint,
Jesus, der dich liebt, wird dir dabei helfen, dein verkrüppeltes Ich auszustrecken. Und zwar nur er allein. Keine religiösen Regeln und auch nicht dein krampfhafter Versuch, alles richtig zu machen. Und deshalb hör nicht auf diese innere Stimme, die dich anklagt und dir sagt, wie unfähig du bist, weil du keine einzige Regel einhalten kannst. Strecke dein verkrüppeltes Ich in Gottes Richtung aus und lass dich von ihm in etwas Brauchbares verwandeln. Einfach nur, indem du jeden Tag darum kämpfst, in seiner Nähe zu bleiben. Es gibt eine praktische Übung, die bei dem täglichen Kampf in Gottes Nähe zu bleiben sehr nützlich ist und die mir geholfen hat, von meinem Zustand der Entmutigung in einen Zustand der Ermutigung zu wechseln. Ich habe sie aus einem Buch des Pastors Jörg Albrecht. Er schreibt, dass seine Tochter es sehr liebte, jeden Abend mit ihm zusammen die Wimmelbilderbücher mit dem Titel »Wo ist Walter?« anzusehen. Ich habe euch heute mal eines dieser Wimmelbilder mitgebracht. Da muss man auf jedem Bild Walter mit dem rot-weiß gestreiften Pulli finden und noch etliches an Zubehör. Die Übung, die Jörg Albrecht vorstellt, ist sehr einfach. Man braucht dafür nur einen Schreibblock, einen Stift und einen ruhigen Ort. Es ist eine Übung für abends. Da setzt du dich hin und blickst zurück auf deinen Wimmelbildtag und fragst dich, wo ist Walter? Nein, du fragst dich, wo war Gott heute in meinem Tag? Damit du die Übung gerne und oft machst, beantwortest du die Frage nur mit drei Spiegelstrichen. Diese Übung ist deshalb so effektiv, weil man immer sehr bewusst nach Gott Ausschau hält. Das mache ich, damit ich abends etwas zu schreiben habe. Und sie wird dich sehr ermutigen, wenn du feststellst, dass Gott tatsächlich in jedem deiner Tage zu finden ist und in dein Leben hineinwirkt. Kannst du sehen, wie wichtig du ihm bist und wie behutsam er an dir arbeitet? Du wirst dich danach sehnen, mehr davon zu spüren und wirst versuchen, in seiner Nähe zu bleiben. Vielleicht fragst du dich, wo soll ich Gott denn in meinem Wimmelbildtag finden? Es kann ein Text aus der Bibel oder aus einem Andachtsbuch sein, in dem du etwas über Gott oder über dich selber gelernt hast. Ein christliches Lied, das dein Herz berührt hat. Ein Gedanke, der sich in einem deiner Gebete geformt hat. Eine Situation, in der du beschützt wurdest. Ein Gespräch mit einem anderen Menschen, das dich getröstet oder dir eine neue Perspektive gegeben hat. Ein Moment in der Natur, der dich zum Staunen gebracht hat, eine liebevolle Kleinigkeit, ein überwältigendes Wunder. Vielleicht sagst du, Schreiben ist gar nichts für mich. Dann erzähle es abends deinem Partner, wie Gott in deinen Tag hineingewirkt hat. Oder berichte es deiner Familie, wenn ihr zusammensitzt. Schreib es einer guten Freundin per WhatsApp oder einem guten Freund oder formuliere es abends für dich als Gebet. Zum Schluss würde ich euch gerne noch eine Geschichte vorlesen. Ein kleiner Junge schnitzte aus einem Stück Holz ein Spielzeugboot. Zuletzt ritzte er seine Initialen in die Unterseite ein und befestigte eine Schnur an dem Boot, um es zurückziehen zu können. Dann sah er zu, wie sein Boot auf den Wellen schaukelte. Er freute sich, als der Wind in die Segel fuhr und es in die Mitte des Flusses trieb. Doch vor lauter Begeisterung ließ er die Schnur los und das Boot wurde vom Strom davongetragen. Der Junge war zutiefst erschüttert. Einige Wochen später sah er im Schaufenster eines Spielzeugladens sein Boot. Hastig betrat er den Laden und griff danach. Er drehte es um und tatsächlich, seine Initialen waren in den Schiffsboden eingeritzt. Er lief zu dem Geschäftsinhaber und rief: »Dies hier ist mein Boot. Ich habe es gemacht.« Doch dieser entgegnete: »Jetzt gehört es mir. Wenn du es willst, musst du es kaufen.« Der Junge traute seinen Ohren nicht. Wenn er es haben wollte, sollte er dafür bezahlen. Also mähte er Rasen, putzte Fenster und tat alles Mögliche, um Geld zu verdienen. Schließlich hatte er genug zusammen. Er drückte das Boot mit triumphierender Freude an sich und sagte leise: »Jetzt gehörst du mir doppelt.
Erst habe ich dich gemacht und dann habe ich dich gekauft. Ich würde gern noch mit euch beten.